Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Aftertime mit mir, dem Kirsch. So, wir müssen eigentlich mal langsam mehr Strom produzieren. Aber dafür fehlt noch ein bisschen Hanf. Wen hätte es gewundert? Eigentlich müssen wir hier wirklich mal langsam anbauen. So, das kann raus. Die Pipes packen wir auch mal hier mit rein. So, da haben wir wenigstens erstmal ein bisschen was da abgesaved. Und wir können höchstwahrscheinlich jetzt ein weiteres Windradblade machen. Jawohl. Okay, jetzt generieren wir schon 20 Elf pro Tick. Ist nicht viel, aber wir haben schon mal ein bisschen was. So, wir müssen. Wir haben ja auch noch welche. Ach, nein, wird noch nicht lang. Wir brauchen 48 Stück. Und da müssten die jetzt hier wie Hanne wachsen. Aber das passiert nicht so schnell. Wir können erstmal sagen, wir machen erstmal kurz hier eine Verarbeitungspause. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier wirklich mal langsam eine Menge an Hemp bekommen. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. So, da haben wir erstmal mit Cobblestone abgesaved. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie man das mit dem Haus macht. Aber das Windrad noch eins nach vorne ziehen, dann noch eine zweite Leadstone Energy Cell machen.
Ist halt jetzt alles ein bisschen fraglich. Ist okay, Rabe. Da waren es bloß noch 11, die fehlen. Da haben wir dann wieder ein weiteres. Windrad. So, machen wir mal hier draußen noch mal eine separate Kiste. Nur wirklich jetzt mal für die Essenssachen. Also von Pam's Harvest Craft, versteht sich. Dass wir uns dann vielleicht doch später mal einen Burger machen können. Aber da müssen wir noch einige von denen suchen. Ah, da haben wir noch eine. Beziehungsweise, wenn wir dann eine Aubergine haben sollten. Können wir sogar. Ich glaube, so einen Auberginen-Auflauf machen. Da bringt, glaube ich, schon zwei Hungerkeulen weg. Drei fehlen noch. Drei. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Verstanden? Ich will ja eigentlich jetzt bloß mal nach ein paar Gärten noch gucken, aber... Dass wir halt dann später mal, wenn wir uns wirklich in den Berg reinbauen sollten, eine Essensfarm machen können. Die auch einigermaßen gut läuft. So. Legen wir uns jetzt mal schlafen. Können wir kurz gucken, used. Hätte ja sein können, dass es nur eine Möglichkeit gibt, da mehr rauszubekommen, aber ich will so nein. Aber wir können jetzt schon wieder ein weiteres Windsegel machen. Wo wir dann später mal gucken können, wie viel das dann bringt. Es steigt sogar. Wir produzieren mehr. Nee, doch nicht. Zu früh gefreut.
Zu früh gefreut. Aber wir gucken mal kurz in das Deep Dark. Ja. Warum denken wir immer, wenn ich an... Keine Ahnung, ich denke mal, ich muss da runter. In die Höhlen. Das ist Deep Dark. Aber nein. Ich muss hier hin. In der Hoffnung, dass es gut funktioniert hat. Beziehungsweise, ob es überhaupt funktioniert. Und ja, sie läuft. Schrittweise. Und es kam bisher nur Cobblestone, aber es läuft. Dam, 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 dam. So, da können wir uns jetzt wirklich noch mal ein bisschen mit der Hausplanung beschäftigen. Sup, und wieder hoch. In die verbotene Welt, nein. Oh ja, wir haben einen Setzling raus mehr bekommen. Sehr schön. So. Dass man halt das dann wirklich doch noch ein bisschen so machen. Genau, Leadstone, was brauchen wir noch? Eisen und Glas. Okay, haben wir schon. Läuft. Und noch zwei Leadstone haben wir auch. So. Zap, zap. Zip. 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 Hier ist Output nach links. Jawohl. 23F wird produziert. Läuft. Weil dann können wir halt wirklich doch ein bisschen so ein extras Schrägdach machen. So, wieder ein Setzling. Ach. Das geht doch jetzt langsam voran. Okay, jetzt können wir noch ein bisschen Hanf ernten. Industrielles natürlich.
und wieder Samen nachpflanzen. So, hier haben wir jetzt 21. Och, geht ja langsam voran. Ja, ich habe es gerade noch so gesehen. Hier stehen ja auch noch ein paar Büsche. Allerdings keine Aubergine dabei. Okay, wir können demnächst sogar einen großen Baum anpflanzen. Manchmal muss man bei denen wirklich sehr großes Glück haben. So, bitte Shiny oder Platinium haben wir. Jo. Aber die Zeit sagt auch schon wieder, wir sind schon durch. Das geht immer so schnell. Aber wir haben jetzt viel mehr Energie. Und mit diesem schönen Bild sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe es euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten nicht. Ist vollkommen euch überlassen. Macht's gut und tschüss.